der jetzigen Zeit ohne Weihnachtsmarkt und Co. erinnert man sich doch immer wieder gerne an vergangene Jahre. Wie schön es doch war, mit den Liebsten durch weihnachtlich geschmückte Straßen zu schlendern, hier und da ein Heißgetränk zu genießen und das weihnachtliche Flair auf sich wirken zu lassen. Als wir nach weihnachtlichen Erinnerungen in unserem Archiv gekramt haben, sind wir auf einen Beitrag von vor 20 Jahren gestoßen. Der eine oder andere von Ihnen wird sich vielleicht noch an diese Attraktion auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt damals erinnern. Wer mag es nicht, genügend Mäuse auf dem Konto zu haben? Wer mag sie nicht, die weißen Mäuse auf und an den Straßen? Und wer fürchtet sich nicht vor den weißen, grauen oder schwarzen Mäusen? Fürchten braucht sich keiner in der Mäusestadt auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt. Mit mehr als 900 dieser kleinen possierlichen Nager ist die holländische Mäusestadt zu Gast in der Muldestadt. Also eine Stadt in der Stadt. Das sind einfach zahme Mäuse, das sind Hausmäuse, ganz normale Mäuse. Und die leben in einer kleinen Miniaturstadt. Das ist die Nachbau von Alt-Amsterdam. Und da gibt es genügend Futter und Wasser und ich denke mal, die fühlen sich da ganz wohl. Gegründet wurde die Zirkusstadt 1974 von einem rührigen Holländer. Seit 5 Jahren wird die Miniaturstadt als Familienunternehmen von Anton Bohnstedt geleitet. Selbst sein 3-jähriger Sohn greift mitunter kräftig zu, vor allem am Abend, wenn es heißt, die kleinen Nager in ihre Nachtquartiere zu bringen. Einen Generationswechsel gibt es in der Stadt aller 1,5 Jahre, denn so lang dauert ein Mäuseleben. Um den Mäusenachwuchs brauchen sich die Bohnstedts keine Sorgen zu machen. Es gibt sehr viel Nachwuchs und wir bekommen unsere Mäuse auch von einem Züchter aus Köln. Und wenn das also zu viel wird, dann müssen wir die auch teilweise zurückschicken, weil es dann einfach zu viel wird. Die Windmühlen, die Häuserreihen, die angedeuteten Krachten erinnern an Alt-Amsterdam. Mit Schulen, Rathaus, Rummel und Nachtbar. Auf rund 22 Quadratmetern gehen die Mäuse sorglos und ohne Furcht in verschiedenen Gebäuden ein und aus, klettern auf Bäume oder fahren Riesenrad. Einzelne Gebäude bleiben vor der Nagerwut nicht verschont und so heißt es in den ersten 3 Monaten eines jeden neuen Jahres Reparatur. In ganz Europa ist die Mäusestadt ein gern gesehener Gast. Die Mäusestadt ein Anziehungspunkt nicht nur für kleine Besucher des Zwickauer Weihnachtsmarktes.